Hi zusammen, mein Name ist Christoph Dücker und ich bin Inhaber der Firma DCE Pro. Und das heutige Thema heißt Gefahr im Homeoffice. Da wird auch einer sagen, Mensch, das gibt's doch überhaupt nicht. Wartet mal ab, was da für Dinge alle passieren können und wie man damit vor allen Dingen umgehen kann. Das heutige Thema Gefahr im Homeoffice kann man auf jeden Fall auch allgemein sehen für die komplette Arbeitswelt. Das heißt, Transfer bilden und schauen, wie es im eigenen Betrieb läuft, nicht nur allein im Homeoffice. Zum Start sorgen die Verantwortlichen natürlich für die Rahmenbedingungen. Das bedeutet, welche technische Ausstattung muss dafür da sein und was soll zu Hause überhaupt erledigt werden. Das sind so der Rahmen, in dem sich alle bewegen können. Mitarbeiter werden also auch darauf gepolt, sich arbeitstaktisch auf Dinge zu konzentrieren, die die Arbeitsabläufe betrifft, also wie sie was ausführen sollen. Man kann vielleicht schon sagen, ähnlich wie im Büro oder in der Firma, jetzt zu Hause. Aber ist das denn alles? Also durch viele Umfragen hat man mitbekommen, dass sich Mitarbeiter in dem Thema Homeoffice häufig auf Remote gesetzt fühlen. Das heißt, wie so eine Pausetaste. Nach dem Motto, wenn das mal hier wieder alles läuft, kannst du wiederkommen. Ansonsten machst du das erstmal zu Hause. Und Remote bedeutet eigentlich auch so eine abwartende Haltung. Ich mache mal das, was ich kenne. Ich mache es mal so. Doch wenn jetzt Konflikte aufkommen in den Rahmenbedingungen, das, was zu Hause erledigt wird, oder vielleicht auch Dinge, die auf einen einpreschen, wird es halt schwierig. Und wer soll jemandem helfen, wenn jemand alleine zu Hause sitzt? Und auf Remote gesetzt bedeutet für viele auch, jetzt wart mal ab, bis die Sache wieder läuft. Dann kannst du gerne wiederkommen. Doch in der Zeit werden viele alleine gelassen. Es wird sich nicht mehr darum gekümmert und zwar nicht böswillig, sondern weil man einfach nicht daran denkt, was alles passieren kann. Und eins der gefragtesten Themen, die gerade draußen laufen, sind zurzeit Krisenmanagement im Homeoffice. Das bedeutet, die Personen, die dort sitzen oder auch vielleicht dafür verantwortlich sind, dass sie da sitzen, machen sich Gedanken darüber, was passiert denn, wenn vielleicht noch 3, 4 Kinder drumherum laufen, die vielleicht noch betreut werden sollen oder wo noch Hausaufgaben gemacht werden müssen. Wenn Familie fragt, wenn Postboten klingeln, wenn die Nachbarn kommen oder wenn sonst noch irgendwelche Dinge da passieren, das Telefon stellt, was macht man da, wenn wichtige Anrufe kommen im privaten Bereich? Man hat ja seine Homeoffice-Zeit. Und bei diesem ganzen Drum und Dran ist doch komisch, dass es trotzdem Teams gibt, die davon profitieren und sehr erfolgreich und effizient arbeiten können. Man fragt sich da gleich, woran liegt das denn? Es liegt daran, dass sich diese Teams ideal anpassen können. Und das Thema Anpassen hat mit der kompletten Natur zu tun. Nicht nur mit uns Menschen, sondern auch mit allen anderen Lebewesen. Wie hat das denn in der Historie funktioniert? Die, die sich am besten anpassen konnten, haben überlebt, waren erfolgreich. Und das Thema Anpassung, jetzt auf die Arbeitswelt runtergebrochen, egal ob in der Firma selber oder am Homeoffice-Arbeitsplatz. Eigentlich gilt die Konzentration darauf, sich auf die neuen Probleme oder Varianten anzupassen. Das, was da jetzt passiert, mit dem ich beschäftigt bin, wie man diese Probleme lösen kann und wie man am besten damit umgeht, auch zukünftig. Erfolg hängt ganz klar davon ab, wie man was macht und wie man diese Themen angeht und nicht nur an arbeitstechnischen oder an taktischen Dingen. Frei nach dem Motto, Copy und Paste wird's schon machen. Nee, das, was man früher am Arbeitsplatz gemacht hat, jetzt wird das genauso genommen und zu Hause hingestellt, jetzt machst du es genauso. Das funktioniert nicht. In den letzten Jahren wird zum Thema Homeoffice sehr, sehr viel Forschung betrieben. Und wenn man sich da mal durch die ein oder anderen Ergebnisse liest, kommen immer wieder dieselben Erkenntnisse zutage. Es sind Fragen gestellt worden, die da heißen, was motiviert Menschen am meisten und welchen Einfluss hat denn das Homeoffice-Arbeiten auf diese Motivation? Der rote Faden dabei heißt, Arbeiten im Homeoffice senkt häufig die Motivation, aber vor allen Dingen dann, wenn Menschen keine freie Wahl haben, wo sie arbeiten. Das heißt, wieder reingedrückt werden. Ich sagte eben schon, Copy-Paste. Also bitte aufpassen dabei, da sinkt die Motivation. Und häufig nur an diesem kleinen Punkt, die Menschen haben keine Wahl. Sie haben das Gefühl, nicht nur auf Remote gestellt zu werden, sondern fast wie in so einer Legebatterie, Tür auf, Huhn rein, Tür zu und fertig. Das kann es doch nicht sein. Und wenn man sich mal interessante Lösungsmöglichkeiten anschaut, heißt das, welches Motiv sollte eigentlich in den Vordergrund gestellt werden, was Arbeitsleistung am meisten steigert? Es ist tatsächlich der Faktor Spieltrieb. Diesen Spieltrieb bei Menschen zu fördern, zu kitzeln, wieder nach vorne zu bringen, ich sage wieder nach vorne zu bringen, weil er häufig im Hobby oder in der Freizeit schon gelebt wird, ist Freude am gemeinsamen Tun, an gemeinsamen Ideen verfolgen.
Das Erleben gemeinsamer Tätigkeiten, den Austausch zu haben, Probleme zu lösen, um lösen zu können, mit Leichtigkeit, führt auch Entscheidungen zu finden und hinterher sogar stolz darauf sein, dass man es gemeinsam geschafft hat. Das gemeinsam Zusammensein und sich überhaupt dabei auch verstehen. Das sind heute Motivationsfaktoren, die damit dazu zählen, den Faktor Spielbetrieb so zu fördern, dass alle was davon haben. Eine ganz normale Sache, nicht nur bei Kindern, und das hat auch nichts mit Kindergarten zu tun. Bei Erwachsenen sieht man das häufig in den Hobbys, in der Freizeit, was sie gestalten. Und wenn Teams jetzt immer weniger davon mitbekommen oder ausüben dürfen von ihrem Spieltrieb, sinkt automatisch das Potenzial dieser überlebenswichtigen Grundlagen, die wir eben schon hatten. Zum Beispiel Anpassungsfähigkeit. Aber genauso gut sinkt auch die Möglichkeit, kreativ zu sein, wie aber auch die Handlungs- und Arbeitsqualität gehen runter. Daher gilt für die Verantwortlichen, bitte nehmt eure Teams mit, ob das gesamte Team oder auch die einzelnen Leute, die arbeiten. Arbeit macht für die Ersten Sinn, wenn sie es erkennen. Also gebt ihnen diesen Sinn. Gerade in schwierigen Zeiten oder auch in schwierigen Aufgaben ist es wichtig, dass jemand hinter ihnen steht, dass sie das Gefühl haben, sie werden mitgenommen. Übrigens kann eine konzentrierte Arbeit wichtige Aufgaben im Unternehmen auch dazu führen, dass sie von allen Dingen, die draußen laufen, abgelenkt werden. Denn ihr habt die Verantwortung für die Zeit, wenn sie bei euch arbeiten. Für die Freizeit nicht unbedingt. Oder was drumherum läuft in der Freizeit, was sie hören. Aber das ist auch ein wichtiger Faktor. Diese Ablenkung, weil sie sich auf was konzentrieren können, was sie verstehen, wo sie einen Sinn drin sehen und vielleicht auch sogar ein bisschen stolz darauf sind, dass sie daran teilhaben dürfen. Und lasst euch dabei nicht die Butter vom Brot nehmen. Denn viele Menschen haben diese wichtige Quelle des Spieltriebs und lasst sie weiterlaufen. Das ist was Lebendiges. Davon kann man profitieren. Beiderseits. Und seht bitte zu, dass sie nicht aus Frustration veräppt, weil sie alle nur das tun, was sie zu tun haben. Ich sag mal, arbeitstaktisch. Und häufig kann man sogar beobachten, dass das Motivationsniveau, die Kreativität recht hoch ist bei Menschen, gerade in schwierigen Situationen oder mit schwierigen oder herausfordernden Aufgaben. Verantwortliche sollten sich vor allem zunutze machen, dass dieses grundsätzliche Verhalten wichtig ist. Und bitte nehmt es an und reitet nicht permanent zu 100% eure Taktikvarianten. Wie bestimmte Prozesse müssen nach bestimmten Regeln und bestimmten Abläufen durchgeführt werden. Vorsichtig dabei, die sind nicht schlecht, aber lasst mal so ein kleines Stückchen bitte offen. So ein kleines Stückchen Freiheit, damit die Kreativität auch laufen kann. Sonst arbeiten sie alle nur nach Plan. Und Frust ist dann nicht weit weg. Nehmt euch bitte als Ziel ganz klar, Zeit und Möglichkeiten so einzuplanen, dass ihr ein bisschen Freiraum habt. Ein bisschen Freiraum. Den dürft ihr selber bestimmen. Gib deinen Leuten damit Gelegenheit zum Experimentieren. Und das ist das Zauberwort. Lass sie ausprobieren. Lass sie was mal versuchen. Vor allen Dingen auch in Zeiten das ausprobieren und versuchen. Wenn es dann funktioniert, kannst du es multiplizieren. Wenn sie es niemals versucht haben, werden sie sich da niemals dran trauen. Also gib ihnen die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, es auszuprobieren, zu experimentieren. Gleichzeitig gibst du Menschen damit das Gefühl, sie können mitwirken an der Lösung. Sie können mitwirken bei großen Dingen. Sie sind ein Teil davon. Damit wächst du nicht nur die Kreativität, sondern auch diesen Spieltrieb. Und die klare Aussage für alle Verantwortlichen ist, lernt zu experimentieren. Mit euch fängt es an. Denn die Freiheit, die ihr plant und euren Mitarbeitern dann damit gebt, erhöht automatisch die Motivation und auch das Engagement. Wer jetzt noch Fragen dazu hat, wie man damit genau umgeht und speziell für sich und seine Firma verwenden kann, kann sich gerne bei mir melden. Unten ist wie immer meine Webseite mit den Kontaktdaten verlinkt und ich freue mich drauf. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.